Für Sie als Mutter ist die Vorsorge ein Thema, womit Sie sich beschäftigen? Ja, absolut. Vor allem, weil ich das Pensum reduziert habe. Natürlich einen Unterbruch nach der Geburt. Mein Mann ebenfalls, er hat auch Vaterzeit gemacht. Und das sind dann halt so Fragen, ja, was für Ausfälle haben wir da nachher? Ist auch jetzt gerade ein Thema bei uns, da ich jetzt auf 60% reduzieren werde. Und dann weiß ich eben, dass meine Einzahlungen in die Pensionskasse auch weniger werden. Etwas dagegen getan haben wir jetzt noch nicht. Ich habe mich immer befasst mit der Altersvorsorge, schon seit ich 35 Jahre alt war. How important is financial independence for you? Yeah, I think for me, I enjoy working. It's great. And my husband also works full time, so we kind of do it together. At this point in our lives, we just decided to combine our finances and make it one. Die Swiss Life Studie zur sogenannten Gender Pension Gap bei Frauen hat ergeben, dass heutige Rentnerinnen rund ein Drittel weniger Rente haben als Männer. Ist Ihnen das so bewusst gewesen? Nein, das ist mir so nicht bewusst gewesen. Dass es einen Unterschied gibt, ja, aber nicht so extrem. Ja, das ist schon eine große Ungleichheit, aber auf der anderen Seite denke ich mal, viele Leute haben nicht früh genug daran gedacht, auch zu sparen. Wenn alles gut geht und Familie intakt bleibt, und dann ist ja meistens gut, dann ist man schließlich der Zweite, aber muss nur irgendwas passieren und dann ist man halt im Alter vielleicht allein, hat für Familie da gewesen und dann nachher ist man plötzlich halt in Schwierigkeiten. Man sollte sicher eine fairere Lösung finden, also dass nicht einfach klar vorgegeben ist, dass die Frau müsste jetzt das Arbeitspensum reduzieren und nachher halt eben eine tiefere Rente in Kauf nehmen. Die Lohnungleichheit, die ärgert mich ohnehin, aber es ist natürlich für Frauen auch ein Grund zu sagen, ich arbeite nicht nur Teilzeit, sondern ich arbeite 100%. Auch für Mütter. Also ein Mann ist keine Altersvorsorge? Nein. Definitiv nein. Das Modell funktioniert nicht mehr, dass der Mann die Altersvorsorge aufbaut und die Frau dann irgendwie davon abhängig ist von dieser einen Person. Heute wird man viel älter. Wir betreuen unsere Eltern, unsere Schwiegereltern. Wir sind uns ganz bewusst, was die Kosten sind, was der Aufwand ist. Was würden Sie den jungen Frauen raten im Hinblick auf die Altersvorsorge? Ich würde allen raten, dass unbedingt man früh genug daran denken muss. Eine zusätzliche Privatversicherung. Was denken Sie, muss sich ändern? Ja, dass Frauen einfach mehr verdienen können, gleich viel wie die Männer. Wir Frauen arbeiten noch zuhause. Und es sind nicht alle Männer, die zuhause den Haushalt auch mitmanagen.